Weil ich muss ja die Mauern an sich noch machen, weil es reicht ja nicht. Ach ja, stimmt. Ich muss überlegen, wo ich die Fenster setze. Sand brauchen wir auch, aber Sand habe ich da hinten ein bisschen. Jetzt fällt mal. Jetzt denke ich gerade nach. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich nicht auf große Biome umgestiegen wäre. Aber was soll's. Im Endeffekt kann ich es jetzt eh nicht ändern. Oder ich könnte es vielleicht schon ändern. Glaube ich zumindest. Dass diese Möglichkeit bestehen würde. Aber das bezweifle ich noch. Ob da den Berg irgendwas Interessantes ist? Den könnte ich ja nach und nach mal auseinandernehmen. Siehst du, und das muss ich da auch noch machen. Aber dafür nehme ich Erde. Weil das sieht an sich ja da unten schön aus, wenn das da runterfließt. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen was abhaben von dem Ganzen. Und zwar soll es ja mit dort reinfließen. Deswegen werde ich mich jetzt wohl nachher drum kümmern, wenn das Haus fertig ist, dass das da alles so schön ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns dran machen, einmal dafür zu sorgen, dass wir genug Weizen haben und so ein bisschen Fresschen, damit wir auch überleben. Denn das ist ja ganz wichtig. Aber fürs Erste erstmal dafür sorgen, dass wir hier was haben. Müsste das hier nämlich auch noch weg. Ja, aber das kriegen wir schon ordentlich hin. So. Dann könnte ich eigentlich auch. Siehst, wenn wir hier machen wir ein Fenster, und hier machen wir keins. So, hier machen wir sowieso keins. Wo machen wir die Tür? Die Tür machen wir hier. Das ist das genau mittig. Hier brauchen wir sowieso kein Fenster. Irgendwas nicht dazwischen. So. Aber hier. Definitiv dann nicht. Dann machen wir auch erstmal rüber. Wir machen dort ein Dreierfenster. Falsch gesetzt. Und hier machen wir ein Zweierfenster. Zwei breit, zwei hoch.
Naja, an sich würde auch ein Dreier gut passen. Ja, dann kommt hier wenigstens ein bisschen mehr Licht rein. So, und hier? Was macht der da? Oh, hier könnten wir was ganz, ganz Feines machen. Und zwar. So. Hier machen wir zwei kleine Fenster hin. Und dann machen wir es ganz interessant. Siehst du, apropos von mir. Obwohl, müsste ich ja. Kann ich ja auch nachher einbauen. Das kann ich ja nachher oben mit einbauen. Ja, baue ich nachher, baue ich später mit ein. So. Jetzt geht es mir erstmal darum. Denn ich weiß ja schon ganz genau, wie es aussehen soll. So. Und zwar, genau. Mache ich das komplett hier rüber? Genau, erstmal komplett rüber hier. So. Und dann will ich mal 1, 2. Haben wir gleich. Einen kleinen Lagerraum will ich hier oben nämlich auch haben. Eine Truhe, zweite Truhe. So. Dann mache ich hier nämlich was ganz, ganz Schickes. Da. Hier machen wir zu. Ganz fein zu. Ja, wunderprächtig. Schmeiß alles runter, Tobi. Schmeiß alles runter, du brauchst gar nichts. Wo ist das? Da hinten ist die Sonne. Ich brauche noch ein bisschen hiervon. Ein wenig davon. Komm, das will ich hier wenigstens noch zu haben. Jetzt hier runter und gehe hier durch und schlaf mich hier aus. Perfekt. Oh, Schnauze, Handy. Ich mach gleich Ton aus. So. Dann basteln wir den Rest hier noch zu. Natürlich erst, wenn ich mehr Stone habe.
brauche sehr, sehr viel Stein. Oh Mann, das kann ja noch was werden. Aber wenigstens kann ich jetzt mal froh sein, wenn ich mit dem Haus fertig bin. Gut, ich könnte vielleicht noch sagen, was ich mir so als Ziel gesetzt habe, erstmal. Oder im Allgemeinen fürs. Also. Ja, wie soll ich sagen? An sich habe ich mir so kein Ziel gesetzt, aber ich denke mal, dass wir uns so einzelne Ziele, Etappen setzen, wie wir das handhaben wollen. Und zwar auf jeden Fall als erstes das Haus fertig kriegen. Dann möchte ich eine kleine Farm haben, also ein kleines Beet, einen kleinen Garten, wo wir ein bisschen was anpflanzen. Das ist nämlich ganz wichtig. Und ich muss mein neues Werkzeug machen. Aber ich kann ja erstmal das, was ich hier habe, verschwenden. Eigentlich ist es bloß noch die Oberetage, die ich machen muss. Mehr ist ja gar nicht mehr. So. Die geht auf jeden Fall hier längs. Da und da lang. So. Jetzt brauche ich aber euch. So. Stimmt, jetzt habe ich überhaupt keinen Stone, ne? Oh, bin ich geistreich, ich Idiot. Egal, damit das hier nicht allzu dunkel wird. Und hier irgendwelche Missgestalten sind, sag ich mal. Sollte ich schon ein bisschen ausleuchten. Hier genauso. Und hier ist ja an sich gut. Dann anders. Na, klasse. Oh, ich bin auch eine Pappnase heute schon wieder. Ohne Holz funktioniert gar nichts. Davon mal ganz klar abgesehen. Okay. Ich glaube, wenn ich das hier reingebaut hätte, wäre es viel geiler gewesen. Aber was soll's? Das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Erfolg erzielt. Okay.
Das hätten wir. Warte mal, wenn wir schon gleich da oben sind, ne? Geben wir mal ein bisschen Erde mit. Obwohl, das kann ich auch nachher machen. Muss sowieso mal gucken. Ich denke mal, dass ich das ab das Wasser ab dieser Höhe ein bisschen hier lang fließen lasse. Dann wieder ein bisschen runter und ein bisschen hier lang. Und dann werde ich das hier durchfließen lassen. Ja, genau. So werden wir das machen. So werden wir das machen. Nein, natürlich will ich jetzt nicht schlafen. So. Eigentlich brauche ich bloß eine. Da fahren sie schon wieder mit Blaulicht. So. Natürlich wird die nicht lange halten, das weiß ich. Das ist mir aber auch egal. Da ich mir sowieso eine Stonehacke mache. Deswegen ist es ja an sich Wumpe. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich jetzt den Grundriss oben mache für das zweite Stockwerk noch. Und dann werde ich die Session hier beenden. Mal sehen, wie lange er noch durchhält hier die Spitzhacke. Ob ich denn mal so ein Stack werde ich wohl mit meiner Holzspitzhacke irgendwie zusammenkriegen. Ich glaube, war irgendwie so ein Stack, kriegst du locker zusammen, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte das mal ausgetestet gehabt. Aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Na gut, ein knappes 60 etwa. Sechzig kriegen wir damit zusammen mit einer normalen Holzspitzhacke. So, und bevor wir jetzt weitermachen, machen wir es mal so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Denn wir brauchen hier mächtig viel davon. So, da ist mein Stone. So. So. Ich bin gerade beim Überlegen, mache ich richtigen so eine Art richtiges Spitzdach oder mehr so ein bisschen versetzt. Aber an sich brauche ich das eigentlich nicht, wenn ich das ein bisschen, ich sag mal, auch so rechteckig quadratisch lasse, hat das auch was für sich. Also das würde an sich auch nicht schlecht aussehen. So, das heißt, ich komme hier quasi direkt hoch ins Schlafzimmerchen. Ja, passt an sich. Ja, läuft. Das heißt, jetzt erstmal noch mal kurz
Haie machen gehen. Nein, halt. Da will ich noch nicht hin. Da habe ich ja noch gar nicht ausgebaut. Ja, doch. Passt. Sieht gut aus. Wieso nicht? So, da muss ich noch ein bisschen was lang machen. Und hier, das wird jetzt was ganz, ganz, ganz Feines. Dazu brauche ich aber noch ein bisschen Glas. Dann kommt hier nämlich, dann kommen hier Glasblöcke rein. Und dann scheint von oben quasi die Sonne rein. Auf das kleine Stöckchen. Und das passt doch. Ist was Nettes. Das bisher auch selten. So. Dann wollen wir die abbauen. Und da fällt mir ja ein. So großes Schlafzimmer brauche ich ja gar nicht machen. Wir brauchen ja auch noch einen Crafting-Raum, ne? Wir brauchen noch einen Crafting-Raum und deswegen würde ich sagen, so. Na, hier brauche ich ja auch noch ein Türchen. Oh, hier haben wir sogar zwei Türchen. Ja, wieso nicht? So. Das heißt, wir kommen hier hoch. Links haben wir unser Schlafzimmerchen. Dann mache ich das rechts. Ja, am besten wir machen das hier. So. Und dann können wir das dahin, so. Und dann können wir hier alles hinstellen, was wir brauchen. Auch den Braustand und alles drum und dran. Und hier haben wir unsere Materialien. Perfekt. Das heißt, ich muss es bloß noch machen. Ich muss mir bloß noch ausmalen, wie ich das machen tue. Hier oben. Ob ich nur so ein flaches Dach mache oder ob ich so ein stufenförmiges Dach mache. Das müssen wir mal sehen. Und vor allem, von wo aus ich hier rauskomme. Das wird sich ja bald besser machen, wenn ich das einfach hier rausnehme. Würde ich sagen. Ich glaube ja, mache ich so. Ja. Also ich habe schon quasi, ich habe mal gesagt, also ich habe schon so eine ungefähre Vorstellung, wie es denn sein wird. Ihr seht es natürlich erst, wenn ich es dementsprechend baue. Falls ihr aber Vorschläge habt, gerne unten in die Comments. Ich bin offen für alles, sagen wir es mal so. Ich bin aber bisher zufrieden mit dem Haus und ich muss ja noch Zaun rumbasteln. Und wie gesagt, die ganzen Feinarbeiten nachher mache ich nebenbei. Aber wichtig ist erstmal, dass wir einen Unterschlupf haben, dass er steht. Und dann sehen wir weiter, was wir dann machen. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Minecraft oder zu einem meiner anderen Projekte. Watch Dogs, Assassin's Creed. Nebenbei mal erwähnt. Bis dahin, einen wunderschönen Tag und haut rein, Leute. Ciao.